Und damit hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Letzte Folge extreme Startschwierigkeiten gehabt. So ist das, wenn man, wie gesagt, ein neues Spiel beginnt. So ganz ohne Erfahrung, ohne alles, einfach nur testet. Und man muss sich natürlich auch dementsprechend erst reinfinden. Oh, da kommt ein bisschen Geld reingespült. Das sehen wir doch gerne. Wartet auch gleich ein bisschen Öl. Und jetzt müssen wir natürlich noch sehen, dass wir das Ganze umgekehrt wieder kriegen. Dass der Treibstoff, der hier rauskommt, quasi zum Bahnhof transportiert wird. Und ja, da bin ich dann halt mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich weiß es jetzt auf Anhieb so genau nicht. Wir lassen den mal hier einen kleinen Vorrat produzieren. Da wartet schon wieder Rohöl, 12 Stück. Und schauen mal kurz in unser Problemstädtchen Lübeck rein. Personen, ja, Personen, die auf unserer Linie fahren wollen, ist ein bisschen mager im Moment. Mal gucken, ob wir das Problem noch bewältigt kriegen. Ist ja doch ein bisschen sehr, ja. Na gut, wir wollen ja nicht hier die ganze Zeit nur bei der Ölraffinerie rumhängen, hängen, sondern wir wollen ja auch mal vorwärts kommen und dementsprechend jetzt auch der zweite Zug. 50 km/h für den Anfang sollte reichen. Kesselwagen, Treibstoff, da ist er. 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen erstmal nur 5 für den Anfang, weil wie gesagt, Geld ist nicht so unbedingt Treibstoff Lübeck. Und dann schicken wir einfach mal den zweiten Zug los. Oh, unser erstes Rohöl. Produktion 2. Die Frage ist nur, was stellt er her? Öl oder Treibstoff? The question is, what is the question? Was wird produziert? Große Frage. Und keiner weiß die Antwort. Öl oder Treibstoff? Für Lübeck, wir wissen es noch nicht. Entschuldigung. Ja. Eieieiei. Ein bisschen Geld wäre schön. 1,98 km. Naja, so viele Haltestellen gibt es hier ja nicht. Herzlich willkommen bei der Hitparade! Lässt du Öl da oder hast du einen Stillladen? Doch, ein. Wow. Mal kurz in die Linienübersicht. Fahrzeuge machen schon Plus. Ist jetzt aber auch anscheinend die einzigen. Ah ne, das ist der Bus. Okay, ist der Bus. Der Bus. Ich warte auf den Bus, aber der Bus kommt nicht. Ja, die Musik ist doch schon ein kleines bisschen peppiger. Du hast noch nicht geladen, ja? Rohöl brauchen wir auch gar nicht, wir brauchen Treibstoff. Treibstoff. Produktion 26, aber es wird nicht abgelegt. Hast du den geladen? 17. Boah, mit 33 km/h jeden Berg hoch.
Produktion 26. Versuche mehr Treibstoff abzutransportieren. Ja, würde ich ja gerne. Das scheint nicht zu funktionieren. Wir lassen das mal so. Dann gibt es nochmal eine Linie. Scheint nicht anders zu funktionieren. Von da nach da. Das wird sonst etwas mager. Treibstoff. Da. Nein! Nicht genug Geld. Wenigstens einer wäre ja schon mal schön. Nicht, dass wir gleich wieder ins Minus rutschen. Minus ist scheiße. Ist ja absoluter Fehlstart hier. Sehe leider keine andere Möglichkeit, als dass wir uns nochmal eine halbe Mille leihen. So, dass wir uns wenigstens, können wir schon mal zuweisen hier, da schon mal einen kleinen Vorsprung, so dass wir uns wenigstens hier noch zwei Züge leisten können, zwei Züge sage ich schon, zwei Autos leisten können. So, legst du jetzt Treibstoff ab oder nicht? Treibstoff? Bitte, bitte. Versuche mehr Treibstoff abzutransportieren, aber er legt nicht hin. Mal kurz einen Schluck trinken, ganz kleiner Augenblick. Ganz ohne geht's dann doch nicht. Tja, null Treibstoff. Hier wird auch nichts abgelegt. Passiert nichts. Hat er Öl produziert? Ja. Also er produziert Öl. Aber wir brauchen kein Öl, wir brauchen Treibstoff. Das ist das falsche Produkt. Ohne Moos können wir nicht anfangen hier. Ich will das Depot jetzt auch noch nicht abreißen, da das Schiffsdepot. Ja, wir haben einen neuen Bus. 8 Passagiere, 25 km/h. Nice, nee. Ist auch gleich wesentlich teurer. 7,03 km im Jahr, 4,35 km im Jahr. Damit warten wir noch. Also wenigstens warten ja schon mal ein paar Passagiere, aber irgendwie, ja, ne. Warum produzierst du keinen Treibstoff? Man kann ja das Öl schlecht abtransportieren. Das braucht ja meine Stadt gar nicht. Oder können wir mit dem Öl noch woanders hin? Alles sehr komplex hier. Öl und Treibstoff. Und da hinten könnten wir Kunststoff draus machen. Oder hier.
er ja wenigstens schon mal das Öl weg, aber das sind gerade auch schon wieder Kosten, die wir uns natürlich nicht leisten können. Oh, das zweite sollte ich vielleicht auch mal der Linie zuweisen. Sonst wird da nichts draus. Boah, 24 Rohöl. Vielleicht produziert er jetzt ein bisschen Treibstoff, ich weiß es nicht. Mit dem Öl selber können wir im Moment nicht viel anfangen. Das bringt uns nur Minus, 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 Minus. Und das andere ist so ein bisschen weit weg. Also da jetzt wieder eine Strecke hinbasteln, das wäre natürlich... Eieiei. Bin gerade ein bisschen sprachlos. Sau schwieriger Start. Rohöl, Treibstoff Lübeck. Warum? Verstehe ich nicht. Brauchen wir die Linie vielleicht doch nicht? Was lädt der jetzt ein? Rohöl, Tatsache. Dann scheinen wir die doch nicht zu brauchen. Probieren geht über Studieren. Dann machen wir das Ganze doch wieder umgekehrt. Machen wir das so. Scheint sich dann also doch dementsprechend... einzurichten. Also irgendwie müssen wir das Öl noch wegkriegen. Aber dafür brauchen wir natürlich Geld. Und mit dem Geld ist es ein bisschen knapp. Denn unsere schöne Raffinerie hier produziert keinen Treibstoff. Produktion 4, ja. Sehr schön. Produktion geht schon wieder runter. Leg mal ab. Danke. Öl. Und Treibstoff. Du hast ja nur 36 Potenzial hier. Warum produzierst du keinen Treibstoff? Diese Logik hier verstehe ich nicht. Weil ich meine, wir haben doch nun schon Treibstoff an hier unsere Dingsbums da hinten... an Lübeck angeschlossen. Warum produziert er jetzt keinen Treibstoff? Öl, Öl, Öl. Treibstoff bitte, nicht Öl. Treibstoff. Produktion 16. Also so sieht das Ganze nicht rosig aus. Nicht wirklich. Wir brauchen Treibstoff und kein Öl. Also produziere doch bitte Treibstoff und kein Öl. Gut, also wir warten jetzt quasi die ganze Folge darauf, dass eventuell mal ein Futzel Treibstoff hergestellt wird für Lübeck, denn die brauchen Treibstoff. Waren. Mit Kunststoff können sie nicht viel anfangen. Dieses ist doch hier... bleibt krampfhaft beim Öl. Es wird kein Treibstoff produziert. Gibt's doch gar nicht. Ich bin zickig, du kriegst keinen Treibstoff. Oh.
Ein Treibstoff. Yay! Welch Relation. Jetzt hat er gerafft, er soll Treibstoff herstellen. Mensch. Schlaue Mitarbeiter in der Ölraffinerie. Wir wollen Treibstoff. Haben die Linie schon seit, weiß ich nicht, 20 Minuten angebunden. Klar, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also seit 20 Minuten angebunden, seit 10 Minuten fährt er ein Zug und jetzt hat er gerafft, okay, ich muss Treibstoff produzieren. Wahre Blitzdenker. Aber noch haben wir eine leicht grüne Zahl. Da kommt neues Rohöl. Rohes Öl, 23. Hat natürlich ein extremes Potenzial an Rohöl, 112. So, jetzt schenken wir uns mal hier ein paar Einnahmen. Na bitte. Gehen wir wenigstens nicht ganz pleite. Wenigstens haben wir eine funktionierende Buslinie, ist ja schon mal etwas. Und unser Öl ist auch im Plus. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Produktion noch zu gering sein wird und das Ganze deshalb immer wieder ins Minus rutscht. Bleibt abzuwarten. Unsere LKWs werden, denke ich mal, auch demnächst hier hoffentlich ins Plus rutschen. Sofern sie denn hier auch umschalten. Produktion 40, Treibstoff 5. Wow. Überflieger. Transportiere bitte nicht zu viel. Yeah! Ein Treibstoff, unser Umsatzbringer des Tages. Bedeutet aber auch gleichzeitig die erste Einnahme für unseren Zug. Mit 740 Euro. Dollar, Entschuldigung, Dollar. Kann man die Währung umstellen? Mal ganz kurz nachgucken, jetzt bin ich neugierig. Viele rote Tasten, die nicht belegt sind, das ist aber auch nicht so schlimm. Man geht in dem Menü hier wahrscheinlich nicht. Gucke ich denn mal nachher aufs Line, außerhalb der außerhalb der Ausnahme. Sprechen muss gelernt sein. 23, komm, schenk uns noch ein bisschen mehr. Scheint eine gute Produktion hier schon zu haben. 23, nur 24, jawohl. Darf gerne noch ein bisschen hochgehen, bis der Zug da eintrudelt. 25, es wird immer mehr. Die Spannung steigt. Trommelwirbel. Rohöl. Das läuft, Leute, das läuft. Treibstoff einer. Produktion auf Lager 10. Wenn wir ein bisschen Geld haben, ja, wieder ein bisschen grünere Zahlen da unten, dann werden wir mal sehen, dass wir das Öl abtransportieren können und eventuell unsere erste Zuglinie einrichten. Im Moment würde ich sagen, kleben wir einfach bei Lübeck fest. Unseren Fehlstart erstmal wieder ein bisschen ausbügeln. Du fährst aber auch so langsam, ey. Volle 50 km/h. Kommt mir aber nicht so vor. Schleicht ja förmlich. Ein Treibstoff. Ich bin auf den Umsatz gespannt. Umsatz, Leute. Umsatz. Das ist alles, was hier zählt. Was bringt uns denn der eine Treibstoff für die Stadt? Ich bin so neugierig. 4,95 km/h. Und wie ich sehe, haben wir hier ein bisschen was vergessen. Wie weit kriegen wir dich denn weg hier?
können wir den Bahnhof eventuell später noch ein bisschen ausbauen, falls dann noch neue Güter dazukommen. Und dafür brauchen wir jetzt natürlich auch noch eine Linie. Damit das Ganze auch in die Innenstadt befördert wird. Hätten wir die Linie vom Prinzip her auch lassen können und die Stationen nur ändern müssen. Von da nach da. Und dann gucken wir mal ganz kurz in unser Liniennetz, was das Ganze hier sagt. Wir haben eine kleine Überschneidungsstrecke. Und da können wir da unsere Straße bestimmt aufrüsten. Wenigstens schon mal ein kleiner Teil. Und Le Depot. Nicht genug Geld. Das macht mich aggressiv. Jetzt, bevor es wieder zu spät ist. Zwei. Muss erstmal reichen. Können später immer noch ausbauen. Jetzt müssen wir erstmal mit dem Geld so ein bisschen haushalten hier. Jetzt wartet wieder Rohöl. Rohöl, Freunde, Rohöl. Und Treibstoff, einer. Potenzial 37, 18 sind im Lager. Tja, Wahnsinn. Oh, zwei Treibstoff. Mensch, da werden wir reich. Reicht denn der Abstand schon? Oder? Naja, wir warten noch kurz. Gerade bei den Güterlinien ist es immer schwer, wo LKWs verkehren, dass man da einen optimalen Abstand reinkriegt, weil das pendelt sich ja nicht ein. Oh, der fährt wieder los. Werden wir die mal zuweisen. Ja. Und dann hoffen wir, dass das Ganze hier demnächst so ein bisschen flüssiger läuft. Und wieder ganze zwei Treibstoff. Produktion 50. Versuche, mehr Treibstoff abzutransportieren. Ich würde mir ja wünschen, dass du mir da mehr Treibstoff hinlegst. Aber da kommt ja kein Treibstoff. Das bleibt ja hier so ziemlich tote Hose. Drei mittlerweile. Oh, das waren schon 24, tralala K. Hat bestimmt zwei Treibstoff transportiert. Legt er die jetzt da ab oder ist das jetzt erstmal nur für hier vorne unser Einzugsgebiet? Habe ich die Station überhaupt richtig gebaut? Nein, natürlich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann ich mich denn immer so massiv verbauen hier? Das ist doch Wahnsinn. Bescheuert muss man sein. Also, so wie ich. So, geh mal weg da mit deinem LKW. Aha, wir können es gar nicht abreißen. Wir warten verzweifelt auf Geld. 3,99. Bisschen etwas. Mensch, die ersten roten Zahlen hier. Das läuft. Nur beim Geld nicht. Wie viel Treibstoff haben wir denn hier? 7. So langsam läuft's warm. Rohöl
40. Jetzt sind sie wenigstens eine Weile beschäftigt, um das ganze Rohöl von der Station wegzukriegen. Und die könnte hier mal vernünftig produzieren. 24, Potenzial 49. Was sagen wir? Und ganze 10 Treibstoff. Das wird. Wenn wer nichts wird, wird wird. In 20 Folgen haben wir es dann geschafft. Dann können wir uns endlich um den Ausbau kümmern. Jahr 1957. Wir vergrößern uns. Erlauben wir uns mal einen Spaß. Neue Funktion bei Transportfieber. Schieb's mal kurz hier oben hin. Guten Tag, ich bin der Lokomotivführer. Heute geht's nach Lübeck. Ich hab ein bisschen Treibstoff dabei. Zu ihrer rechten grüne Wiesen, zu ihrer linken gelbe Wiesen. Naja, nicht unbedingt die beste Aussicht hier. Aber da kommt ein Bahnhof, Leute, da können wir dann den Treibstoff absetzen. Und hier noch davon. Achtung, Umsatz. Wey, mittlerweile fast 50.000. Ich dreh doch einfach um. Du transportierst eh keinen Treibstoff, also geh doch einfach mal ins Depot. Denn wir müssen erstmal, schlau wie wir sind, die Haltestelle umbauen, die wir erfolgreich verkackt haben. Wie den kompletten Anfang bis jetzt. Das sieht schon besser aus. Jetzt müssen wir die Linie bearbeiten. Das geht raus. Das geht hin. Und geh mal zu. Wo sind denn jetzt hier? Da ist Nummer 1. Probieren wir es mal so. Der ist mittlerweile da. Wir schicken die jetzt einfach los durch den Straßenverkehr. In der Stadt regelt sich das hoffentlich ein bisschen besser. Oh, ganze 13 Treibstoff! 22 Rohöl liegen noch da. Es wird warm. 50 kann er transportieren. Und wir haben jetzt schon 41. Puh! Wahrscheinlich noch ein paar Züge ranhängen. Also entweder schicken wir einen zweiten Zug auf die Linie oder wir hängen einfach noch ein paar Wagen ran. Werden wir dann sehen. Ist noch nicht so weit. Und wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Diese super spannende Folge, die wir damit verbracht haben, wie wir beobachten, wie Rohöl von A nach B transportiert wird und bis hier unsere super tolle Ölraffinerie endlich mal Treibstoff hergestellt hat, was jetzt mittlerweile langsam doch besser wird.
Ja. Seid mir nicht ganz so böse über den Fehlstart und über diese super spannende Folge jetzt. Haben wir ja doch ein bisschen was, ja, für den Anfang gelernt. Jedenfalls haben wir gelernt, wie man sich verbauen kann und wie ewig das quasi braucht, bis eine Produktion erfolgreich umgestellt wird. Und mit den Worten würde ich dann einfach sagen, wir fahren noch mal ein bisschen mit dem Zug mit. Und als Lokführer würde ich schon sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank, dass du fleißig einschaltest. Nee. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hole mal den nächsten Treibstoff für Lübeck. Mal gucken, wie viel es diesmal ist. Ich weiß es noch nicht. Ja. Ich bin dann mal raus, euer Klaus. Bis zur nächsten Folge. Chill mit Öl, ne?